Mit dem weltberühmten Klang von Le Quattro Stagioni starten wir das Jahr unsere Eiskunstshow aus dem Hallenstadion. Wie hätte Antonio Vivaldi vor 300 Jahren wissen, dass es noch eine fünfte Jahreszeit gibt? Eben Art on Ice. Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu einer zauberhaften Gala mit grossen Namen wie Chaka Khan, Stefan Lambiel, Sarah Meyer und vielen anderen mehr. Der Philosoph würde sagen, glattes Eis, ein Paradies für den, der gut zu tanzen weiß. Und wir legen los mit zwei, die es sicher wissen. Die fünffache Weltmeisterin Aljona Schawtschenko zusammen mit ihrem neuen Partner Bruno Masso. Und für das WM-Bronzepaar aus Boston sind kein geringerer als der Mr. James Morrison. Aljona Schawtschenko hat gerade zwei neue Männer an ihrer Seite. Sie hat erst gerade geheiratet und mit ihrem neuen Partner auf dem Eis möchte sie nächstes Jahr an den Olympischen Spielen in Südkorea die lang ersehnte Goldmedaille holen. Wow, wow, what an incredible evening you guys are going to experience tonight. Man darf sagen, die nächste Nummer ist sicher einer der Höhepunkte des diesjährigen Art on Ice. Für den Magic Moment sorgt das Eistanzpaar Nelly Shiganshina und Alexander Gashi. Sie heben ab zum bisher grössten Hit von James Morrison, «Broken Strings». Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again.
but you broke me. Now I can't feel anything. When I love you, I'm so untrue. I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. What tears me out? I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. 'Cause you can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can tell you something that ain't real. The truth hurts, lies burst. How can I give anymore when I love you a little less than before? Im Original singt James Morrison den Song mit Nelly Furtado. Stephanie Mead ist aber sicher eine würdige Vertretung auf der Bühne beim diesjährigen Art on Ice. Die Nelly Shiganchina und der Alexander Gashi waren 10 Jahre lang ein Eisdance-Paar, 6-mal deutsche Landesmeister und 2-mal haben sie es unter Top 10 in internationalen Wettbewerben geschafft. Seit 2 Jahren gehen sie neue Wege und der Pas de deux in atemberaubender Höhe hat das Publikum zum Staunen gebracht.